Hi, ich bin Little Confus Brand oder einfach nur Yannick. Ich sag sonst immer Moin Moin Leute. Was war das für ein Start? Können wir nochmal neu starten? Moin Moin Leute, ich bin Little Confus Brand oder einfach nur Yannick. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und ich bin straight an diesem netten, lieben Vogel vorbeigelaufen. Wow! Hier soll's weitergehen. Was? Bowsers Festung greift Bodenland an? Und Marmek hat sich auf den Weg dorthin gemacht? Verstehe, die Lage ist also ziemlich ernst. Und los, haltet euch an mir fest, wir fliegen zu Bowsers Festung. Bereit zum Abflug? I guess! Here we go. Here goes nothing. Vielleicht hätten wir uns noch bessere Ausrüstung kaufen können. Vielleicht hätten wir uns noch ein bisschen stärken können. I'll give it a shot. I'll just give it a shot. So, alleine die Festung wird jetzt, glaube ich, ein Akt werden, um zu Bowser überhaupt hochzukommen. Ich warte hier. Wenn ihr zurückfliegen wollt, sprecht mich einfach an. Okay. Was eine geile Musik. Boah, ist die gut. Holy shit. Okay. Rein geht's in die Festung. Direkt dem ersten erstmal auf den Kopf springen. Mal gucken, was die so für ein Level Cap haben. Okay, so viel Schaden machen wir denen nicht. Level 31. Okay, wir sind nicht mehr so krass im Vorrang. Das heißt, der Bossgegner wird auf jeden Fall gleich auf sein mit dem Level mit uns, denke ich. Darauf wird es hinauslaufen. Wir sind da drauf gesprungen. Kann man schon sagen. Okay. Mit zwei Sprüngen machen wir die platt. Level up! Sehr schön. Level 33. Also wir sind immer noch eigentlich so einigermaßen in diesem Ding, dass wir zwei Level über den Gegnern sind, was sehr, sehr angenehm ist, was ich auch weiterhin durchziehen möchte. Aber ich glaube halt, weil es der Bossgegner ist, dass der Bossgegner vielleicht dann so auf Level 35 ist. Ich hoffe nicht auf Level 40, because then I will cry really loud and hard. Schießt er einfach hier. Schieß noch einmal, mein Freund. Das zeige ich dir jetzt. Um Gottes Willen, wie viele seid ihr? Das gefällt mir nicht. Zack. Einer weniger. Hilfe. Okay, man muss sich auf jeden Fall angucken, wo die hinfliegen, damit es sehr viel einfacher ist, das zu sehen und davon ausgehend zu blocken, beziehungsweise zu kontern. Ja komm, dann springen wir dem einfach auf den Kopf, da mache ich jetzt keine Paarattacke. Auch wenn es sicherer gewesen wäre. Wenn man safe spielen will, hätte man da jetzt eine Paarattacke gemacht. Level up! Nice! Wir haben unsere Münzen nie wirklich ausgegeben. Traurig, ne? Aber ich wollte jetzt auch in der zerrupften Stadt da unten nicht noch unbedingt dem, der da jetzt gerade noch verkaufen muss, obwohl alles in die Luft fliegt, da wollte ich jetzt nicht noch was kaufen. Das ist ja schlimm. Hier sind einfach Buß. Wie süß. Also noch finde ich sie süß. Gleich nerven die mich bestimmt. Das gibt's nicht. Yannick, bei dem letzten musst du eine Wirbelattacke machen. Glaube mir. Ich weiß, du willst gerade so schnell wie möglich zu Bowser Miller. But trust me on this one. Danke sehr. Okay, man kann hier auf jeden Fall oft speichern. Interesting. Macht schon mal ein bisschen schlimmen Eindruck. Iggys Gemach. Wer war Iggy nochmal? Iggy ist doch dieser eine Leine-Typ. Der. Müssen wir jetzt gegen alle seine Brüder kämpfen? Das sind irgendwie 7 oder 8 oder so. Ich dachte, die kommen nur in Bowsers Schergen vor. Wird der nicht übel oder so? Wird uns übel? Mama, Mama.
Hallo. Die Steuerung war gar nicht so schwer. Ich hab's irgendwie hinbekommen. Mach dich auf eine Cooperlinge reife Abreibung erfasst. Ich hab eure Kräfte vertauscht, ihr Luschen. Gern geschehen. Jetzt hat Luigi kaum Angriff und wir kaum Verteidigung. Was ist das denn für eine asoziale Kacke? Iggy ist mit uns gleich auf mit dem Level. Der Bossfight hier wird, glaube ich, sehr, sehr asozial. Trotzdem machen wir sau viel Schaden immer noch. Das ist gut. Das ist sehr gut. Iggy sieht auch so komisch aus, ne? Sieht echt aus wie der Weirdo vom Dienst. Okay, der vertauscht dauerhaft unsere ganzen Werte. Absolut wild. Oh, die Partnerattacken machen aber noch gut Schaden. Sehr schön. Werte wieder vertauscht in irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was meine richtigen Werte sind. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Dass er unsere Geschwindigkeit runternimmt, das ist asozial. Weil da kann einer von uns nicht das zweite Mal angreifen und solche Geschichten. Okay, wenn... That was extremely easy. Well, you won't call this a boss, do you? Please don't. Naja, wenn wir jeden seiner Brüder erledigen müssen, dann ist das okay, wenn die Bossfights so sind. Weil dann dauert's nicht so lange. Aber wenn das ein starker Boss gewesen sein sollte, dann ist schwierig. Ah, guck mal, wir sind jetzt direkt hier zurückgeschossen worden. Ich glaube, wir gehen jetzt wirklich in jedes einzelne Gemach. So macht es zumindest den Anschein. Oh, ein Kamek. Interesting. Wir sollten uns gleich definitiv mal heilen, sonst könnte das noch irgendwann ganz, ganz ungemütlich werden. Und Ungemütlichkeit mögen wir nicht. Sehr schön. Oh nee, nicht der wieder. Ich hoffe, dass wir hier rauskommen, ohne dass ich mich jetzt im Kampf heilen muss. Könnte schwierig werden. Scheiße. Ich hätte auf den Schießer gehen sollen, weil seine Attacken kann ich besser ausweichen. Die von dem Schusstypen nicht so. Drei Leben! Aber ich muss im Kampf nicht heilen. That's what I wanted. Thank you! Das war ganz schön knapp. Halleluja. Aber wir haben es geschafft. Große Klasse. Bevor uns Kamek jetzt angreift direkt, erstmal kurz... Ja, den Max-Pilz werden wir da jetzt ja nicht einsetzen. Wir haben echt sehr, sehr viele Pilze. Wir sind, glaube ich, echt eigentlich ganz gut ausgestattet. Können uns die Ausrüstung später nochmal angucken. Aber wir sind, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut dabei. Gerade wenn wir jetzt die ganzen Fights hier mitnehmen. Was? Ist das eine Waffe? Kamek Level 34. Das ist der allererste Gegner, der über unserem Level ist, seit dem Anfang des Spiels. Aua. Oh ne, doch nicht auf ihn, der liegt doch schon am Boden, du Sackgesicht. Asozial. Komm schon. Ist mir komplett Latte.
Der soll draufgehen. Wir haben die BP. Wir machen die platt. Komm, greif an. Aber auch immer auf Mario, ne? Wir haben es ganz schön auf Mario abgesehen. Sehr schön. Das auch geschafft. Mit ein bisschen Schaden, den wir genommen haben. Aber Kamek auf Level 34 ist brutal. Very brutal. Sehr gut. Wir landen gleich direkt unter dem anderen mit Luigi. Da müssen wir sehr aufpassen. Oh Gott, gleich zwei von euch. Gleich zwei von euch gestalten. Und wir wissen, dass wir die nicht one-hitten. Als ob das nochmal rückwärts geht. Okay. Ja, trotzdem mit ihm auch die Paar-Attacke nochmal reinhauen, weil wir können's. Und dann ist er auf jeden Fall K.O. 149. Junge, Junge. Level up. Ah, ganz knapp vorher. Trotz dessen, mal einmal ganz kurz hier doch nochmal heilen. Gucken wir dann jetzt, wenn wir eh schon mal einmal kurz dabei sind. Auch wenn ich den Koffer kurz vorher gerade nochmal geschlossen habe. Gucken wir jetzt nochmal einmal kurz. Anzüge haben wir nicht wirklich gekriegt, aber wir haben noch Orden bekommen. Ich meine, viel mehr Angriff, aber so viel BP aufgeben ist zu heftig. Also 20 BP, da ist wirklich irgendwann Schicht. Das ist too much, was man da aufgibt. Sind wir jetzt im nächsten Gemach oder wo sind wir hier? Schön immer weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt gegen jeden der Brüder kämpfen müssen. Aber wo sind wir jetzt? In Mortens Gemach. Das ist der nächste Bruder. Also, vielleicht nicht gegen jeden, aber gegen ein paar. Vielleicht auch gegen jeden. I don't know. Hi. Kommt schon her. Oh, ich hätte ihn auf den Kopf springen können. So, Morten. Du bist der Nächste, der auf den Latz kriegt, ha? Level 34. Mir macht's langsam Angst, dass die Bosse über unserem Level sind, wie es normalerweise sein sollte. Aber das habe ich zuvor noch nie in dem Spiel gesehen. Und deswegen habe ich jetzt langsam ein unwohles Gefühl, weil ich glaube, dass die Bossfights jetzt wirklich Bossfights werden. Stell dir vor, man müsste immer sehen, wo Luigi gerade ist, dass man ihn genau im richtigen Moment loslässt. So wie man quasi Bowser bei Super Mario 64 wirft gegen so ein Spiky-Ding. Boah, das wäre so viel schwerer. Zum Glück muss man das nicht tun. Oh, er ist pissed. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall die Hälfte schon erreicht. Große Klasse. Aber die Attacke macht auch krank viel Schaden. Ich wollte gerade sagen, die Attacke war eben noch sehr einfach. Und jetzt wird sie einfach schneller. Das ist ja meistens so. Excelente. Eventuell ist das jetzt sogar schon der letzte Angriff. Dann wäre er, glaube ich, ziemlich gleich auf mit seinem Bruder. Nee.
Was hat der da gerade getan? Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Die Bossfights werden knackiger. Ich will es jetzt echt nicht riskieren. Ich will es jetzt wirklich nicht riskieren, das wäre richtig dumm. Da jetzt dann One-Up-Pills für draufgehen zu lassen. Unsere Geschwindigkeit ist immer noch so krass, dass wir das jetzt machen können. Fuck, ich habe die Attacken vergessen! Okay, ich meine die Knöpfe, die ich machen muss. Ach, als ob er die dann jetzt wieder nicht getroffen hat. Mario, streng dich an! Ja! Auch ihn erledigt. Also es wird schon in a way knackiger. Und wenn die schon so sind, habe ich wirklich sehr Respekt von dem finalen Boss bisher. Beide Level up, große Klasse. Mario natürlich. Obwohl Luigi vorher Level up war, kriegt Mario wieder das ganze große Rampenlicht. Mehr KP. Dief. Mehr KP. Okay, den auch fertig gemacht. Tüdelü. Das heißt, dort hat es sich jetzt auch weiter ausgebaut, dass wir da rüber können. Und wir haben jetzt zwei Brüder besiegt. Wie viele Geschwister hat Bowser? Klingt wie so eine Frage von Günther Jauch. Meine Damen und Herren, wie viele Geschwister hat Günther... Was? Warum? Günther Jauch hat noch nie in seinem Leben so geredet. Okay, das ist, glaube ich, wenn man da runterfällt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir nicht runterfallen. Hey! Ein versteckter Block. In wessen Gemach kommen wir hier? Ich will ja wirklich immer Ich habe einfach ohne Scheiß Angst. Level 35. Ich war immer perfekt gelevelt. Wie kann es sein, dass ich plötzlich so nicht underlevelt bin, aber ihr wisst schon. Ich hab Angst. Die machen mir wirklich Angst. Real Talk. Hey, ich habe meine Handverwendung verloren. Das klingt irgendwie weird. Wie viel halten die aus? Ich habe Angst. Ich habe Real Talk einfach sau Angst vor denen. Hätte ich eh nichts machen können. Alright. Ja. Wenn du jetzt nicht K.O. bist. Ich wollte gerade sagen, du hast irgendwie schon 400 Schaden getankt. Irgendwann reicht's. So. Der untere auch immer noch nicht K.O. Ich will die Attacke nicht lernen, die macht mir Angst. Jetzt aber, ciao. So, wie viel hat so ein Buhu? Level 33. Er hat nicht viel.
Okay. Zufallschinos. Okay, natürlich. Eieiei. Freunde, wie es weitergeht in Bowsers Festung, das werden wir uns im nächsten Part anschauen. Halleluja. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part. Bis dann, euer Brain. Tüdelü. Mit Ü. Kaprrr.